Hallo, willkommen zurück zu einem weiteren Teil Palworld. Palworld. Ich weiß nicht, ich sag glaube ich immer Palworld. Ich weiß es gar nicht. Palworld, sag ich auch. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe hier jetzt zu unserem Lagerfeuer eine Werkbank hingestellt und dachte, wenn wir schon jetzt hier stehen und die Nacht abwarten müssen, können wir uns auch ein bisschen ausrüsten. So, also wir machen eine Keule. Okay, und hier ist Holz. Ich darf nicht so weit, da hinten sind Wilderer. Okay, wir brauchen Holz. Und wir brauchen Steine. Ich habe jetzt hier keine Steine gesehen. Und ich will mich nicht so weit vom Feuer entfernen. Aber gut. Ein paar Steine haben wir jetzt zumindest. Also das heißt, wir können eine Handfackel machen. Okay. Alles klar. Wir kommen hier wieder zurück. Also die Fackel muss ich auch ausrüsten. Brauche eigentlich ein bisschen Stein. Das heißt, ich muss am besten hier durchgehen. Komme ich hier durch? Natürlich nicht. Na gut. Klettern wir mal hier hoch. Hier waren doch Steine. Was passiert, wenn ich da drauf hau? Kriege ich dann auch Steine? Ja, vielleicht nehme ich den Knüppel. Damit mache ich vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Kriege ich da auch Steine? Ich krieg nur Erze. Okay, Erze brauche ich jetzt aber nicht. Ich brauche Steine. Da sind noch ein paar. Okay, aber es wird schon wieder hell. Okay. Alles klar. Jetzt können wir uns noch eine Spitzhacke machen. Und eine Steinaxt. So, jetzt können wir uns doch wenigstens ein bisschen verteidigen, wenn hier was passiert. Okay. Also, lass uns hier runtergehen, oder? Was sagst du dazu? Ich glaube, das ist ganz gut. Hallo Depresso. Ich wollte jetzt hier wohnen. Glaubst du, das wäre für dich in Ordnung? Ja, ne? Ich glaube auch. Okay. Also. Wir brauchen natürlich eine Palbox. Wir brauchen auch Halsfern. Wir brauchen eine Truhe, ganz wichtig. Eine Reparaturbank. Und ein Bauset. Ja, das brauchen wir alles. Okay. Dafür brauchen wir mehr Stein. Ich habe jetzt eine Spitzhacke. Wir können uns Stein herstellen. Sollen wir hier bleiben? Ja, oder? Mit der. Ich finde es eigentlich ganz gut. Oh, ich bin überladen. Okay. Also, als erstes brauchen wir diese Palbox. Was? Der greift uns an? Hallo, entschuldigen Sie bitte. Ich muss mal kurz was abwerfen. Der tötet mich. Komm her.
Ich hab keine Kugeln. Warum habe ich denn keine Kugeln? Ich will nie sterben von einem Depresso. Ich bin tot. Ich wollte doch da mein Lager aufstellen. Guckt, wie er guckt. So gucke ich auch gerade. Manu. Jetzt muss ich aber wirklich irgendwas abwerfen, was viel Gewicht hat. Ich habe ja kaum Ausdauer hier. Aber gut, jetzt ist es wenigstens hell. Jetzt sehen wir auch was. Wo bin ich denn jetzt gerade runtergesprungen? War das hier? Also ich kann ja nicht hochlaufen. Ja, oder? Wo ist denn mein Todespunkt? Habe ich überhaupt einen Todespunkt? Ach, ich habe meine Sachen noch. Ach, guck mal, wenn man in leicht spielt, hat man seine Sachen noch. Ach gut. Okay. Das wusste ich jetzt auch nicht. Alles klar. Jetzt sind hier natürlich drei von diesen Wildschweinen. Ich muss jetzt erstmal diese Palbox bauen. Die stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Eigentlich fände ich es auch schön, am Wasser zu wohnen. Wir doch noch mal gucken sollen. Was hier mal abgeht, ne? Okay, aber dann muss ich ein paar Steine loswerden. Sonst können wir hier nicht mehr rennen. Okay, also ich würde sagen, ich laufe jetzt mal weiter und suche vielleicht doch was am Wasser. Ah, ich weiß es nicht. Ich laufe ich einfach nur mal diesen Weg noch hier runter. Wo ist denn der Weg? Da lang. Ich finde es schon gut. Weil da habe ich ja dies. Da habe ich ja auch so ein bisschen Wasser, ne? Lass uns mal da hochgucken. Hier wäre noch Wasser. Hm. Jetzt sind die Schweinchen auf jeden Fall auch weg. Also gut. Wir bleiben doch hier. Ich bin ein entscheidungsunfreudiger Mensch. Wollte ich nur gleich mal dazu sagen, nicht, dass hier irgendjemand denkt. Hier? Sind wir hier? Hier so? Wir bleiben jetzt dabei. Wir können ja irgendwann noch was Zweites aufstellen. Okay, wie weit geht jetzt dieser Ring? Ah, ich glaube, wir können tatsächlich noch ein Stückchen vor, würde ich sagen. Noch ein Stück. So vielleicht? Kann man das eigentlich... Moment, das muss ich erstmal ausprobieren. Kann ich das auf so ein Fundament auch stellen? Oder muss das... Nee. Okay, das geht schon mal nicht. Alles klar. Dann stellen wir es doch einfach so hin. Ich habe das Gefühl, wir werden angegriffen.
Entschuldigen Sie bitte. Oh, noch zwei gleich. Habe ich nicht auch irgendwie so ein Pal? Was kann denn gut angreifen, das da vielleicht? Ui. So, du bist jetzt mein. Und du wirst jetzt dann leider sterben müssen. Uiuiui. Das ist ganz schön aufregend hier. Ui. Upsa. Ich hätte mir vielleicht lieber das hier fangen sollen. Ja. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Schweinchen, aber ja. Du musst hier leider. Leider, leider. Okay, und ich muss die Palbox noch ein Stückchen umsetzen. Glaube ich, oder? Nee, eigentlich ist es gut so. Na doch, noch ein Stück nach vorne. Ja, ich glaube noch ein Stückchen. Wo ist sie denn? Da. Noch ein Stückchen nach vorne. Aber hier bleiben. Nur ein Stück nach vorne. Soll ja auch schön sein. Noch ein Stückchen. Ach, er kann auch. Okay, er kann auch hamern. Kann ich es mir nochmal angucken? Ja, okay. Super, das hast du sehr toll gemacht. Dann kommt jetzt hier erstmal unser provisorisches Werkbankgedöns hin. So. Okay. Eine Holztruhe. Kann ich auch nicht machen, weil ich kein Holz habe. Na gut, also wird hier Holz abgehackt. Überladen. Okay. Ich finde, der Anfang ist immer ziemlich schwer. Bis man dann so raus hat, was alles, wo alles hinkommen soll und bis dann mal alles so sein Plätzchen hat und dann ist auch alles gut. Warum höre ich Kampfmusik? Oh, da ist noch so ein Ding. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Ich bin noch gar nicht so bereit fürs Kämpfen. Und ich habe auch keine Sphären mehr, um dich einzufangen. Guck mal, wie das immer gegen mein Zeugs rennt hier. Bin ich nicht in Ordnung. Ja, so. Mein Gott, der ist anstrengend, oder? Achso, ja. Ich muss noch eine Truhe bauen. Dahinter. So. Einfach jetzt alles erstmal loswerden, ne? So. Okay, also was muss ich machen? Ich muss eine Palsphäre herstellen. Da machen wir doch mal die 5, die wir können. Also ich muss sagen, der kleine fleißige Helferchen ist ganz gut. Okay. Öffne mit Escape das Optionsmenü. Survival Guide. Ah ja, okay.
Alles klar. Greife auf die Palbox zu. Ja, das mache ich. Jetzt kann ich hier, glaube ich, eins reinstellen. Genau. Falls ich kein Bett habe, haben wir eine schlechte Laune. Uiuiuiui. Ja, Essen habe ich auch keins mehr. Kann man jetzt rohes Fleisch eigentlich essen? Ja, anscheinend schon. Was hat er denn? Er sammelt. Okay. Ich weiß nicht, was er sammelt, aber er sammelt. Okay. Ich glaube, jetzt müssen wir ein paar Sachen freischalten. Den Bogen finde ich gut. Oh, hier lagen doch noch Pfeile. Moment, die müssen wir noch holen. Das ist ganz wichtig. Pfeile sind immer gut. Und ich glaube, das Schweinchen kann Sachen abbauen, oder? Nee, kann es nicht. Es kann nur normalen Stein abbauen. Das macht nichts. Wir haben hier ja normalen Stein. Okay. Da kommt jemand. Da kommt jemand. Hallo. Ein fahrender Händler. Okay, bei ihm kann ich was kaufen. Okay, lauf ruhig weiter. Uiuiui, ganz schön aufregend. Na gut, ich werde jetzt mal ein paar Sachen bauen. Nee, ich werde jetzt mal ein bisschen Holz holen und sowas. Und dann bauen wir dann gemeinsam. Ja? Also, alles klar. Dann. Bis gleich. So. Also, ich habe ein bisschen Holz geholt. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, dass hier dieser Händler rumläuft. Also, naja, aber für das erste ist vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt packen wir hier mal alles ein. Uiuiui, sehr viel. Also, der läuft hier die ganze Zeit auf und ab. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ja, okay. Aber jetzt müssen wir erstmal Sachen bauen. Ich habe Holz geholt. Und hier ist sehr viel Stein, was hier abgebaut wird. Das finde ich gut. Eine Weizensaat habe ich gerade bei dem Händler gekauft. Man weiß ja nie, ob man dann auch wirklich eine findet. So, jetzt müssen wir Technologien. Also Pfeile wollen wir auf jeden Fall. Mieses Bett wollen wir auf jeden Fall. Palbett wollen wir auf jeden Fall. Reparaturset brauche ich nicht. Stoff brauchen wir. Ein Schild brauchen wir. Ein Speer. Ich glaube, ich würde lieber mit Dingern schießen. Stoffkleidung finde ich gut. Futtertrog finde ich gut. Alarmglocke brauche ich nicht. Schlingenfalle brauche ich auch nicht. Ein Bärengarten brauchen wir. Eine Viehfarm brauchen wir. Was wir alles brauchen. Ein Gleiter brauchen wir. Ein Feuerbogen. Nee, brauche ich erstmal nicht. Ein Wohnzimmerset brauchen wir natürlich auch. Ist ja ganz klar. Okay, und was wir auch brauchen, ist ein Lagerfeuer. Das machen wir jetzt als allererstes Mal. Lagerfeuer. Das kommt jetzt erstmal hier daneben. So nah können wir nicht. Dass wir auch mal uns was zu essen machen können. So, dann bekommt hier
Elektrokumpel ein Bettchen, dass er erstmal was schlafen kann. So. Ich möchte aber zwei. Weil ich könnte ja auch zwei Pals nutzen. Okay, dann gibt es einen Futtertrog. Also für mich gibt es natürlich auch ein Bettchen. Ja, nicht nur alleine. Auf einem überdachten Fundament gebaut werden. Also gut. Dann gibt es für mich jetzt kein Bettchen. Aber was zu essen gibt es natürlich auch. Ein Futtertrog. Der kommt zum Lagerfeuer, würde ich sagen. Erstmal werde ich dann sicherlich noch umplatzieren. Okay, und dann bauen wir mal ein Fundament. Ich glaube, das kann ich doch auch so ein bisschen nach oben setzen. Muss ja auch erstmal nur was Kleines sein. Holztreppe. Dann nehmen wir hier nochmal ein Fundament daneben. Okay. Moment, das muss ich mal angucken. Kann man da jetzt noch... Achso, ich kann ja mit Rechtsklick. Das ist... Nee. Das war jetzt aber Quatsch, was ich gemacht habe. Wir gehen nochmal zurück. Bauen das zurück und das zurück. So. Dann brauchen wir natürlich eine Wand. Sowas. Holzwand mit Fenster. Und eine normale Wand. Und nochmal eine mit Wand. Okay, ich brauche noch Holz. Und nochmal mit Fenster. Und dann möchte ich hier eigentlich ein Holz hin haben. Also ein Dach. Nee, da oben. Hier dran möchte ich das Dach haben, bitte. Das geht jetzt nicht. Nicht mit Bauwerk. Oh, da habe ich es doch gerade gesehen, oder? Okay. Alles klar. Jetzt kann ich doch hier ein Bett reinstellen, oder? Dass wir hier mal diese Nacht überspringen können.
Der Perl hat Hunger. Ja, ich weiß. So. Gute Nacht. Und wir sind schon wieder 25 Minuten dabei. Okay. Alles klar, jetzt geben wir erstmal hier noch unserem Kumpel was zu essen. Der schuftet hier ja ohne Ende. Der hat bestimmt Hunger. Und wir brauchen wieder Holz. Wer hätte es gedacht? Na gut, alles klar. Aber das machen wir im nächsten, beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht dir ein bisschen Spaß. Ich habe keine Ahnung, ob du so Survival-Sachen magst oder nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool. Auch wenn ich ein bisschen überfordert wirke. Ich bin auch wirklich überfordert, was man so am Anfang alles machen muss. Aber ja, mir macht Spaß. Ich hoffe, dir auch. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.